Hallo, willkommen zu einer neuen Runde COH. Ja, ist wieder soweit. Ich versaue jetzt allen den Tagen beim Wehrmacht-Gameplay. Doreen eigentlich. Genau, also nochmal Wehrmacht. Augen zu und durch. Das ist die Frage, ob das wirklich 5 oder sogar 0 sind in der Achse jetzt. Sind sowas so der Empire 2, der gerade released, ne? Kann sein, dass da eine Menge hin sind. Also es gab mal so einen Bug, das eben 5-0 bedeutet, ne? Deswegen weiß man nicht, ob das jetzt 5, 6 oder 0 irgendwie sind. Ja gut, dann spielen wir den Briten, aber dadurch halt irgendeinem alliierten Spieler das Spiel. Ich will ja nichts, wenn ich flexibel. Ja, das weg. 4 ist eine gute Zahl. Also wirklich keiner, der Alliierte spielen will. Ja, Brite. Also ich mache einfach einen Blob, bis ich die Artillerie mache und dann hoffe ich, dass das funktioniert. Also der Infanterie-Blob ist dann, um die Grenze abzufangen, die immer wieder zur Artillerie runterlaufen. Und wenn es du kommt, dann kann ich nur hoffen, dass der Amerikaner sich darum kümmert. Das wäre so mein gröbster Plan. Was natürlich auch geht, ist einfach den Stu zu pinnen und dann mit Piaz kaputt zu schießen. Ja, aber warte mal, gerade haben wir eigentlich. Ach, schon vorbei, ich wollte gerade noch gucken. Ja, dann machen wir den Blob, ne? Zwei Tommys zu dem ersten, zwei Piats und dann Känguru. Und zwischendurch aber noch eine Artillerie. Das ist ja mein Gameplan. Bei der Map allerdings tatsächlich ist eher eine Artillerie-Map als eine Känguru-Map, muss man sagen. Also ist du, da kann man halt jetzt nur gerade drauf zulaufen. Das ist vielleicht nicht so geil. Wo gehen wir denn hin? Ah, da unten. Glaube, man kann zwei Einheiten bauen, ne, bevor die Action losgeht. Go, go, go. Na gut, machen wir das erst. Tut uns ja keine Gefahr, dass er das wegholt, glaube ich. Im Schneckentempo an die Front. Wenn man den Weg geht, ist das, glaube ich, schneller, weil da unten gleich gecaptured ist. Der müsste jetzt im Moment Gas geben. So, dann gehen wir hier vorne den Truck hinstellen. Ist noch ein Base hier. Der passt da ja gar nicht hin. So, jetzt aber. Juhu. Passt ruhig meinen Punkt an. Geh ruhig ins Haus. Kurz gucken den Jungen. Das war's mir wert. Der Pio ist weg. Ja, ich sehe den. Er kann, ist ja egal, ob er das Haus erobert, ne? Also ist ja nicht so, dass. Ich habe den Punkt ja, ne? Kann gerne wiederholen auch, aber es sind ja wirklich alle seine Einheiten, die da gerade im Beschlag sind. Ich baue jetzt einfach hier einen Mortar und dann schieße ich den da raus, da hinten. Da kenne ich nix. Ich warte noch auf den Offizier. Ein Gegner da. Da ist der Offizier. Huch. Okay, ich bin dreckiger Noob. Ich bin ja so ein Noob. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das da trifft. Das war natürlich absoluter Fail, gar keine Frage. So, da war das jetzt nochmal. Im Schneckentempo an die Front. Hier vorne bin ich aber jetzt in Deckung, oder? Weiß ich gar nicht. Ich habe einen zweiten Mann da oben stehen. Ich versuche das jetzt noch schnell zu beenden, den Bau. Ich weiß nicht, ob das noch klappt, jetzt so wie die Erfahrung damit. Ich befürchte, dass ich jetzt einen auf die Fresse kriege hier. Ja, und jetzt kriege ich einen Fuck und habe das Gebäude nicht fertig gemacht. Das hat man maximal beschissen, da hätte man es nicht spielen können. Wäre mein Verdacht.
Ah, fast nicht. Ich glaube, ich kriege jetzt einen Fuck hier vorne. Ich habe halt den Tommy da oben, ne? Das ist das Problem. Und Fuck. Ja, ich bin der dümmste Spieler, den die Welt je gesehen hat. Ich habe auch aus irgendeinem Grund die falsche Taste gedrückt. Der wird jetzt auch gefuckt. Ja, also das war miserabel hoch 20. Ich habe auch die Taste gedrückt aus irgendeinem Grund. Ich hätte eigentlich einen Typen bauen müssen. Aber ich habe wirklich alles falsch gemacht. Ich meine, der da oben hat dafür verloren. Ich habe ja Kappen und Kämpfen geholfen und so weiter. Ne? Das hier ist jetzt auch tot. Also ich habe, glaube ich, noch nie so beschissene Briten gesehen. Ja, jetzt habe ich einen Basepin mir hier geholt. Also ich komme da schon noch raus. Das ist kein Drama. Der kann mich ja nicht kaputt machen am Anfang. Ich hätte auch die Gewehrgranaten gebraucht, um das zu lösen, hätte ich einfach runter schießen können, ne? Aber wie gesagt, wir haben die gesamte Map dafür, also. Und den Offizier brauche ich nur, wenn ich einen Blob spielen will. Der Zug ist wahrscheinlich abgefahren. Ja, ich mache dann gleich aber Artillerie. Also so miserables Early Game, das kann nur ich spielen, mit Sicherheit. Mal hinter die Deckung gehen. Oh, jetzt mal den Pio noch gucken. Mal kurz Taka-Taka machen. Den Puck leider nicht mehr geschafft. Ja, so noch mal eine Gewehrgranaten. Also den Blob, das habe ich wahrscheinlich eh hinter sich, ne? Wir machen jetzt einfach normales Spiel. Wir haben den Punkt da hinten gar nicht. Okay. Meine Maus ist gehüpft. Mich darf man nicht spielen lassen. Und Offizier kraxeln die jetzt hier im Schneckentempo lang. Aber wie gesagt, wir haben die ganze Map, ne? Also. Und ich hole jetzt die Adler und tue den Rest weg. Aber klar, man darf natürlich seinen Offizier, den er verliert, das ist fast noch vertretbar, finde ich persönlich. Aber der Reconnaissance, den braucht man zum Kappen, ne? Den braucht man zum Screen. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Im Schneckentempo. Offizier und unsere Reconnaissance verlieren heißt halt, dass man sich nicht mehr bewegt auf der Map. Keine Ahnung, was sie da oben treiben. Hat es aufgegeben da unten, okay. Naja, wie gesagt, jetzt kommt als nächstes die Adler-Ressourcen haben wir dafür. Und dann schieße ich den in die Steinzeit. Mitspieler legt Minen, der scheint so also gut zu sein, nicht wie ich. Und dann ist die Sache ja auch geklärt. So, ist im Moment fertig. Mun 59, verstehe. Achso, was spiele ich denn jetzt hier eigentlich? Adler-Doktrin? Ja, ne? Und dann haben wir hier links die. Feuerwalze. Ne? Vielleicht mache ich da doch nochmal einen Offizier dabei. Ich habe ja die Ressourcen. Dann habe ich auch die Sofortartillerie noch. Genau, gib mal Gas. Glaube ich, hier kommen wir am schnellsten hin. Fahr da runter. Ich glaube, das ist sicherer. Muss ich nochmal kurz rumdrehen. Genau, let's go. Ich glaube, das ist kürzer, wenn ich so rumgehe. Könnt ihr auch einen Offizier mitnehmen. Das wird meine Artillerie Pio, der da rauskommt. Let's go. Brauche halt noch hier 1000 Punkte, weil ich noch keinen Kampf gewonnen habe. Na gut, alleine bräuchte ich jetzt nicht reingehen. Ich kann hier vorne mit dem Dings hier drauf schießen, ne? Mit der Gewehrgranaten übers Haus.
Haus. Ich weiß nicht genau, wie gut die da sind. Aber offensichtlich nicht gut genug für das, was ich hier vorhab. Der Sniper soll ich mal weggelaufen. Mit der grünen Deckung hier. Dem krabbel ich da eben dran. Da kannst du drüber schießen. Ist ja krass. Ja, ja, ich mach da keinen Schaden. Aber dafür durch den Punkt erobern. Okay, die machen tatsächlich null Schaden an dem. Aber der hat doch keine Gewehrgranate abgefeuert, muss man sagen. Ne? Das macht das halt schwierig, das Ganze. Tja, wo baut man hier die Artillerie jetzt hin? Ich habe ja gleich die Ladungen. Also eine Herde mehr Reichweite. Das ist nur im Moment so wenig, weil ich keine Treibladung habe, weil ich alle Kämpfe verliere, weil ich hier der letzte Noob spiele. Aber das haben wir gleich. So ein Heal eigentlich? Oh, ist direkt Panzer gegangen und endlich Ressourcen haben, okay. Ja, wieder, ich warte jetzt auf die Artillerie. Und dann räumen wir da gleich auf. Das Ding war halt, dass der zu früh gepinnt wurde, sonst hätten die Gewehrgranaten in dem Haus, glaube ich, schon ein Massaker veranstaltet. Den Offizier darf ich nicht nochmal verlieren. Er hat halt Treibstoff gespart, deswegen haben wir keinen Heal. Ich habe jetzt auch keinen. Sonst baue ich mir schnell so ein Ding. Offizier mit. Nadeldreh ist gleich fertig. Ja, ich habe keine Ladungen. Dann versuchen wir so ein bisschen Glück da oben. Oh. So geht das halt, ich sag ja, ne? Counter. Very easy. Was war das gerade? Offizier. Probewaffenladung. Ja, Artillerieschläge zu machen. Und der nächste weg. Stirbt er davon nicht? Doch. Ich glaube, der Mortar schießt dahin, obwohl ich nachher den Punkt. Genau, jetzt haben wir hier vorne mal den Heal für den Offizier. Ich spiele ja so scheiße mit dem Schneckentempo. Aber naja, irgendwann haben wir es ja. Ah, sie wunden alle, okay. So. So scheiße hat noch nie jemand gespielt mit den Briten, das garantiere ich euch. Mhm. Ja, ich schieße jetzt in der Artillerie rein. Ich habe immer noch keine Treibladung, oder? Dafür habe ich einen G gefunden. Hier soll jetzt raus. Treibladung. Ja, das ist recht gewesen, die Großladung da. Aber der andere Schlag eben war, glaube ich, wert. Klick. Das war ich nicht. Daka, daka, daka. Ja, ich denke, die Runde ist vorbei. Ja, die haben Gegner mal noch schlechter gespielt als ich. War tatsächlich möglich. Man hätte es nicht gedacht, aber es war möglich. Aber ich brauche noch einen Punkt und jetzt kann ich die Ladung ausgeben. Genau, und jetzt kann man halt in die Base feuern. Ja, haben noch keinen Captain gehabt. Okay, machen wir das schnell. Genau, hier legen wir noch ein paar fleißig Minen. Man weiß ja nie, wann der erste Panzerschreck oder irgendwas kommen möchte.
einfach mal alles absichern. So, also da hinten wird einfach die Armee jetzt ausgeschaltet mit der Artillerie. Schade, nicht getroffen. Das wäre sonst ein Mortar gewesen. Oh, da unten kommt gerade Besuch. Da sind die Grenzen. Was ist der eigentlich? 150? Okay. Er hat die halt nicht getötet, die Artillerie, ne? Er kann die ausschalten, aber dann gehe ich da einfach wieder rein. Und dann ist die nicht tot. Die hat er jetzt kaputt gemacht, weil die da unten nicht. Nehme ich jetzt einfach wieder zurück, die Artillerie. Zack, und dann kriege ich ein paar Lebenspunkte wieder. Panzerfaust. Den Dings habe ich vergessen zu steuern. Ja, so wie ich spiele, da darf ich echt wieder keinem sagen, aber es ist eh vorbei, also. Ist vorbei. Huch, das ist der falsche Knopf. Ich habe ja die Minen schon gelegt, aber es war nicht gut genug. Die ursprüngliche Idee war gewesen, dass ich einen Panzer, mit dem Infanterieblob die Infanterie vom Gegner immer abfange und mit dem Minen so ein SCKZ stoppe, wenn sie schnell runterfährt. Das war die ursprüngliche Idee. Aber dann hatte ich halt die ganzen Anfangsfuchsen, dann war das halt vorbei, ne, die Idee. So ist das halt dann. Aber wie gesagt, eh gewonnen, weil in der Zwischenzeit haben wir die ganze Map erobert. Ressourcen haben wir Mitspieler dann benutzen können. Feuerwalze. Und dann war die Sache gegessen. Vielleicht schießen wir eben den Rückzugspunkt und dann ist das, glaube ich, geht der andere auch raus. So. Sollen wir reparieren? Nicht so ausgesehen. Zum Ablenken. Ich habe ja Ressourcen leider über. Noch am dingsten. Wie neu. Ich wollte eigentlich eine Mine legen. Boah, Cinderella. Das ist heute schwer mit dem Klicken hier. Zu tun. Das wird ja so scheiße, das Spiel. Ich habe ihn gewarnt. Das ist die Feuerwalze. Echt jetzt? Bitte den Puck entkacken. Naja. Da hinten habe ich noch einen getroffen. Da kommt die Panzerarmee, der hat eine Mine gelegt. Der Mortar hat auch die Artillerie überlebt. Auch nicht schlecht. Nicht schlecht. Fürs Team. Naja, also mit Gewehrgranaten ist jeder, der in Deckung ist, ist direkt tot. Ne? Was denn? Hat's geklickt, meinst du?
Ja, aber jetzt erst. Komme ich nicht ran mit der Adi leider. Huch. Jetzt mal so die harte Tour. Hier mein Heal besorgen, wenig damit zu tun. Ups, das Kappen kurz verhindern da oben. Ja, wir könnten noch eine Artillerie bauen. Ich hab, also es gibt ja nichts anderes zu tun, muss man sagen. Das ist vielleicht keine gute Position. Genau, aber mal dahin, das passt schon. Genau, erstmal einen Heal vergeben, damit der Offizier das überlebt. Haben wir sonst noch ein Angebot? Überwachung. Unten gibt's Besuch. Geht direkt wieder. Blitz diesmal. Ich spiele das wie so eine alte Oma. Ist jetzt gleich vorbei, sind noch 40 Punkte. Müssen wir nur den Punkt zurückerobern, ne? Das wäre wahrscheinlich ganz hilfreich. Da schon, okay. Ja, so viel zum dritten Gameplay. Man kann das Scheiße spielen, gewinnen trotzdem. Das ist, liegt halt in der Tour der Sachen. Das ist halt Britte. Da unten ist er wieder. Ein Sektorartillerie hier vorne in dem Sektor. Oh, das Feeling kaputt, geht das? Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden die machen. Fällt mal drauf, aus Spaß. Noch, geht aber sogar. Endlos hält er sich ja noch aus. Ich glaube, der will den Siegpunkt da unten capturen. Wer meint Verdacht? Genau, also es ist wohl nicht die spannendste Runde. Aber es war zumindest mal eine Runde mit Dritte, ja, für die Abwechslung. Adler ist leider Cooldown, sonst hätte ich ihn da weggebolzt. Aber wir laufen schon. Einfach nach hinten rollen. Egal, jetzt hat er den Bunker schon gecaptured. Einfach mit allen da rein und fertig. Stirb. Okay, ja, es tut mir leid, dass ich spannender war. Aber da hat man zumindest mal den schlechtesten Briten der Welt gesehen und gesehen, ob, dass man trotzdem mit Briten halt gewinnt auf Lorraine. Ne? Wir sind uns, glaube ich, einig. Das hätte man, glaube ich, nicht miserabler spielen können. Lag halt alles daran, dass ich den ersten Tommy da oben hingeschickt habe, ne? Und hier keine grüne Deckung direkt von Anfang an gesucht habe. Das war fatal gewesen. Genau. Ey, was für ein Schrott. Britte, ne? Britte 2 gegen 2. Sollte verboten werden. So, ich bin weg für heute. Ciao, ciao.